In diesem Video wird es magnetisch. Auf jeden Fall geht es um magnetische Felder, es geht um Magnete, es geht um Magnetisierbarkeit und all das, was so damit zusammenhängt. Hier zeige ich dir nun ein paar Grundlagen zum Thema Magnetismus. Das hier ist ein Kompass. Die rot markierte Stelle zeigt nach Süden, die andere nach Norden. Das Ganze ist so, dass das Ende, man sagt auch Pol dazu, was nach Norden zeigt, der sogenannte Nordpol ist und das Ende, was nach Süden zeigt, entsprechend der Südpol. Stellen wir das Ganze mal für einen Moment beiseite und gucken uns Nord- und Südpole mal genauer an. Dazu habe ich zwei Magnete, die sind hier auf Rädern. Und hier habe ich jetzt, die sind einmal rot und blau markiert. Es ist so, dass, ja, gut, jetzt müssen wir erstmal wissen, was was ist. Also holen wir wieder unseren Kompass. Und jetzt muss ich das so ein bisschen zur Seite. Und jetzt hatten wir ja gesagt, die rot markierte Nadelspitze ist der Südpol, weil er zum Südpol deutet. Und jetzt bringe ich diesen roten Kumpan hier hin und dann sehe ich, dass der Südpol auf den roten hier zeigt. Und wenn ich das umdrehe, zeigt der Nordpol hier drauf. Gut, das merken wir uns mal für einen Moment. Und jetzt schauen wir mal an, was passiert, wenn ich jetzt hier zwei gleiche Pole habe und ich komme dem näher. Und jetzt fährt das Auto hinweg. Jetzt kann ich das auch andersrum machen. Idee, man dreht das mal um. Wieder zwei gleiche Pole. Und dann probieren wir mal zwei unterschiedliche Pole aus. Also, zwei gleiche Pole stoßen sich ab, zwei unterschiedliche Pole ziehen sich an. Aber wenn man jetzt genau geguckt hat, sieht man auch, jetzt reicht es irgendwie noch nicht, dass die sich anziehen. Erst wenn ich einen gewissen Abstand erreicht habe, dann ziehen die sich an. Das heißt, je näher man kommt, umso stärker ist anscheinend diese magnetische Kraft. Und wenn ich jetzt den Kompass von eben nochmal zu Hilfe nehme, die rot markierte Stelle war die Stelle, die nach Süden gezeigt hat, dann ist das offensichtlich ein Nordpol. Und das offensichtlich ein Südpol, weil ja jetzt der Nordpol auf den Südpol deutet. Das bedeutet also, das Rot, und das ist, hat man tatsächlich, ist das meistens so, dass man halt Rot für Norden nimmt und oder für den Nordpol nimmt und der Südpol in der Regel blau oder grün angemalt ist. Jetzt schauen wir uns noch mal was anderes an. Hier ist unsere Kompassnadel wieder. Und was ich hier habe, ist eine Stricknadel. Diese Stricknadel, ne, scheint, ne, schon irgendwie einen kleinen Einfluss auf die Nadel zu haben. Das geht. So, jetzt habe ich hier einen starken Magneten. Und mit diesem starken Magneten fahre ich hier mal entlang. Tue mal den starken Magneten wieder zur Seite. Und jetzt
sieht man, hat diese Stricknadel auch schon von weitem einen relativ starken Einfluss. Hier habe ich, sprich ja mindestens mal den Finger dazwischen. Ja, und man sieht, dass die offensichtlich, beziehungsweise eigentlich müsste ich sie ja mal hier hin. Wieder andersrum. Also. Jetzt machen wir mal Folgendes mit dieser Stricknadel. Ich hoffe, es klappt. Ich hau die mal ein bisschen auf den Tisch. Und mit etwas Glück ist die jetzt nicht mehr so magnetisch. Ja, sie ist nicht mehr so dolle magnetisch. Ja, doch, sie ist noch irgendwie ein bisschen magnetisch, aber vorhin hat sich ja die Nadel komplett gedreht und jetzt dreht sie sich nur, sagen wir mal, so ein bisschen dahin. Also ist es, sagen wir, ein bisschen schwächer magnetisch. Ich habe es anscheinend nicht dolle genug auf den Tisch gehauen. Das heißt, ich kann irgendwie das Ding anscheinend magnetisieren. Und ich kann auch wieder es entmagnetisieren. Jetzt machen wir mal Folgendes. Nächstes Experiment. Wir machen es wieder magnetisch. Kompassnadel spielt schon ganz verrückt. So, jetzt gucken wir uns das an. Das ist definitiv magnetisch. Magnetischer als eben das. Trotz Abstand deutet die Nadel deutlich dahin. So, und jetzt bin ich ganz brutal und knipse. Boah. Das Ding in der Mitte durch. Ich fürchte, das waren heute Morgen zu wenig Butterbrote. Ups. Oder doch nicht. So, und jetzt müsste ich doch einen reinen Nord- oder einen reinen Südpol haben. Schauen wir mal, ob das stimmt. Hier habe ich eine magnetische Wirkung und wenn ich das Ding umdrehe, dreht sich auch die Kompassnadel um. Jetzt machen wir das mit dem anderen Stück und wieder umdrehen und schon zeigt auch wieder die andere Seite der Kompassnadel da drauf. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich das so oder so rumhalte, was wiederum bedeutet, dass ich hier einen vollständigen Magneten bekommen habe und nicht nur ein ja, Teil, also einen einzelnen Nord- oder einzelnen Südpol, sondern einen kompletten Magneten mit Nord- und Südpol. So, jetzt schauen wir uns mal an, was sozusagen ganz viele Kompassnadeln machen werden. Dazu habe ich hier Eisenpulver. Das ist magnetisierbar und hat sozusagen die Möglichkeit, sich auszurichten. Und hier habe ich zwei Magnete. Muss ich jetzt mal schon näher bringen. Zack. Aber die sollen jetzt mal nicht so nahe liegen. Und ich möchte jetzt hier ein Blatt Papier drüber legen, damit ich die Eisenspäne dann mir nicht Gedanken machen muss, wie ich die von den Magneten wieder abkriege. Deswegen lege ich die jetzt hier hin. Das ist einfach nur ein bisschen Schaumstoff, damit sozusagen das Blatt Papier überall die gleiche Höhe hat. Und dann legen wir das hier drauf und schauen mal, was passiert, wenn ich jetzt hier Eisenfallspäne drauf gebe. Ja, funktioniert doch eigentlich ganz gut. Man sieht sehr schön, wie sich so Linien bilden. Diese Linien entstehen dadurch, dass sich diese ganzen Eisenfallspäne sozusagen ausrichten.
Und durch diese Ausrichtung, ja, zeigen die immer sozusagen in Richtung der Kraft. Das heißt, wenn ich an diesen Stellen entsprechend eine Magnetnadel hinstellen würde, würde sich die entsprechend ausrichten. Ich kann das hier gerade mal probieren mit dieser hier. Und man sieht hier, wie sie sich tatsächlich parallel ausrichtet. Oder wenn ich hier hingehe, man sieht das eigentlich sehr schön. Und dieses Bereich, wo die Kraft, die magnetische Kraft wirkt, nennt man entsprechend Magnetfeld. Und hier mit diesen Eisenfallspänen kann ich das jetzt sichtbar machen. Jetzt kann man sich spaßhalber nochmal angucken, wie das Ganze aussieht, wenn zwei gleiche Pole sich gegenüberliegen. Also machen wir hier mal Nord und Nord. Ein Blatt Papier. Und wieder aus dem Streuer ein paar Eisenspäne. Und auch hier sieht man jetzt sehr schön, wie sich hier diese Feldlinien so gegenseitig wegdrücken. Das sind jetzt drei gleiche Pole, die sich hier abstoßen. Und das sieht man hier auch, wie die sich so. Und eben bei den anderen beiden, da war es ja so, da ging das ja von Pol zu Pol, diese Linien. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was passiert, wenn ich hergehe und nicht sowas nehme, sondern diesen Kumpan hier mal ausprobiere. Das ist ein Hufeisenmagnet, weil er halt auch so aussieht wie ein Hufeisen. Dazu wieder das ein Blatt Papier und ein paar Eisenfallspäne. Okay. So, mit etwas Fantasie sieht man hier das Hufeisen. Hier in der Mitte sind die Feldlinien gerade und hier außen gehen sie entsprechend rum und hier an den Enden, an den Polen, scheinen sie entsprechend am stärksten zu sein. Das ist zumindest, was man hier anhand dieser Eisenfallspäne sehen und sagen kann. Weil hier sind die meisten Eisenfallspäne, die haben sich hier irgendwie so versammelt. Hier sieht man, hier sind ja weiße Stellen. Die haben sich hier alle direkt an diese Pole gezogen. So viel zu den Magnetfeld bzw. den Eisenfallspänen. Um die Vorgänge in einem Magneten bzw. in einem Stoff, der magnetisiert wird, beschreiben zu können, benutzt man das Modell der Elementarmagnete. Ein Modell ist etwas, es ist ein Gedankenmodell. Die gibt es nicht in dieser Form wirklich, aber es hilft, etwas zu verstehen bzw. erklären zu können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Situation A hier habe, da sind diese Elementarmagnete alle durcheinander. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel ein Stück Eisen, das unmagnetisch ist. Und wenn dieses Stück Eisen in die Nähe eines Magneten kommt, dann richten die sich alle aus und ich erhalte ein, ja, magnetisches Stück Eisen. Das heißt, es ist magnetisiert. Bei einem Magneten habe ich sowieso schon die Situation B, dass diese Elementarmagnete ausgerichtet sind. Das hat aber auch eine wichtige Konsequenz, weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Situation B auf die Idee kommen würde, das Ding in der Mitte durchzuschneiden,
hätte ich wieder zwei vollständige Magnete und nicht nur irgendwie einen einzelnen Nord- oder Südpol. Weil ich halt immer, wie gesagt, diese Elementarmagnete habe und wenn ich das durchschneide, habe ich halt, wie gesagt, wieder zwei vollständige Magnete. Und dann kann man auch verstehen, wie man zum Beispiel ein Stück Eisen, was magnetisiert ist, wieder entmagnetisieren kann. Und zwar durch Erhitzen bringt man diese Elementarmagnete wieder durcheinander. Oder ich tue es irgendwie Stößen aussetzen. Das heißt, ich lasse es hinfallen oder ich hau mit dem Hammer drauf. Dann mache ich sozusagen auch wieder diese Elementarmagnete durcheinander und damit ja entmagnetisiere ich das. Diese Magnetisierung von Eisen, Ferromagnetismus nennt man, das ist lateinisch für Eisen, und beziehungsweise Ferrum. Und außer Eisen gibt es noch Kobalt und Nickel, die sich auch entsprechend magnetisieren lassen. In jedem Punkt in dem Raum um einen Magneten wirkt eine Kraft. Das kann man im Prinzip mit Eisenfallspänen schön sichtbar machen. Und diese Kraft symbolisiert man mit diesen Magnetfeldlinien. Die Magnetfeldlinien, je dichter sie werden, umso stärker ist das Magnetfeld. Haben sie einen größeren Abstand, ist es entsprechend schwächer. Sie gehen immer von Nord nach Süd. Man sieht hier sehr schön, wie die sich im linken Beispiel so gegenseitig wegdrücken, weil da zwei gleichnamige Pole sich gegenüberstehen und im rechten Beispiel sich gegenseitig sozusagen anziehen. Da geht das immer von Nord nach Süd. Und wenn man jetzt das Gleiche sich nochmal anguckt für Magnete, die sozusagen jetzt nicht parallel, sondern wirklich sich jetzt gegenüberstehen, und sozusagen mit ihren Polen sich gegenüberstehen, dann sieht man jetzt auch wieder sehr schön Nord und Nord. Das stößt sich gegenseitig ab. Und da ist noch eine weitere Eigenschaft sehr wichtig. Diese Magnetfeldlinien, die können sich oder dürfen sich nicht schneiden, weil es ja eindeutig sein muss, in welche Richtung eine Kraft auf einen Magneten oder Magnetnadel, die sich dort befinden könnte, eben wirkt. Magnetfelder. Michael Faraday, ein englischer Naturforscher, gilt als einer der bedeutendsten Experimentalphysiker, führte diesen Begriff Magnetfeld, was wir eben gesehen haben, als Denk- und Anschauungshilfe ein, mit der man halt die Eigenschaften gut beschreibt, dieser magnetischen Felder gut beschreiben kann. Und ja, es ist im Prinzip der Wirkungsbereich eines Magneten und diese magnetischen Felder sind daran erkennbar, dass Kraftwirkungen auf ferromagnetische Stoffe, zum Beispiel Eisen, Kobalt oder Nickel, oder es gibt auch spezielle Legierungen, auftreten. Bekanntestes Beispiel sind halt die Eisenfallspäne, die sich dann halt diese Muster da ergeben. Und ganz entscheidend, das Ganze funktioniert auch im Vakuum. Und Faraday war auch derjenige, der, wie wir das eben gesehen haben, diese Darstellung mit den Pfeilen einführte. Fassen wir das Ganze zusammen. Der Nordpol heißt Nordpol, weil das ist bei der Kompassnadel das Ende, was nach Norden zeigt, und der Südpol entsprechend das Ende, was nach Süden zeigt. Der Nordpol und Südpol ist sozusagen etwas, was jeder Magnet hat. Es gibt keine magnetischen Monopole. Zwei Nordpole und zwei Südpole, also zwei gleichartige Pole, stoßen sich ab. Zwei ungleichartige Pole, also zum Beispiel Nord und Süd, ziehen sich an. Damit ist auch klar, dass zum Beispiel die Magnetnadel, auch wenn es Nordpol heißt und dass das Ende ist, was nach Norden zeigt, am Nordpol sozusagen ein magnetischer Südpol ist. Zerbricht ein Stabmagnet, so entstehen zwei wieder neue vollständige Magnete mit jeweils einem Nord- und Südpol. Das Magnetfeld ist der Wirkungsbereich eines Magneten. Das heißt, es beschreibt die Kraftwirkung auf andere Magneten und auf einen anderen Magneten, der sich praktisch darin befindet. Die Erde ist von einem Magnetfeld umgeben.
Und wie ich eben schon gesagt habe, am geografischen Nordpol ist entsprechend ein magnetischer Südpol. Feldlinien. Magnetfelder können mit Feldlinienbildern dargestellt werden. Die Richtung wurde so vereinbart, dass sie immer von Nord nach Süd geht. Meistens werden Nordpole rot dargestellt und Südpole grün. Die Richtung ist halt so definiert, dass der Nordpol einer sich frei drehbaren Kompassnadel in Richtung der Feldlinien zeigt. Und Magnetfeldlinien können sich nicht schneiden, weil es natürlich ist klar, eindeutig sein muss, wohin die Kraft wirkt.